Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nightingale. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Unser Häuschen ist ja soweit fertig aufgebaut, deswegen werden wir heute mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen und auf jeden Fall auch bei diesem Essenzhändler vorbeischauen. Bin sehr gespannt, was wir da alles so an Bauplänen kaufen können und was wir uns schon leisten können. Auf dem Weg werden wir auf jeden Fall, so gut es geht, auch ein paar Sachen einsammeln, die wir dann gleich in Essenz umwandeln können, dass wir da mit ordentlich Essenz in der Tasche ankommen. So, auf geht's. An Werkzeugen haben wir soweit alles gebaut. Die Schleuder habe ich noch nach der Folge fertig gebaut. Das war das Einzige, was wir noch nicht zusammengebaut hatten. Da hat ja nur ein bisschen Holz gefehlt. Und dann habe ich uns aus den kleinen Stein mal hier 60 von diesen Murmeln hergestellt. Das ist unsere Munition. Dann können wir die auch gleich mal austesten, weil ich will nicht zuerst runter zum Händler. Ich möchte erstmal hier hoch und gucken, ob wir hier an diesen Punkten die Gegner besiegen können und dann dafür vielleicht ja auch ein bisschen Essenz als Belohnung bekommen und ob dann vor allem auch der Bereich dann wirklich gesichert und gesäubert ist. Deswegen gehen wir mal zuerst in die Richtung nach oben. Wir haben ja Zeit, Leute. Und wenn wir unterwegs irgendwie ein paar Tierchen sehen, dann probieren wir auch gleich mal die Schleuder aus. Die übrigens irgendwie aussieht total wie eine Armbrust. Was ist das? Wie cool. Ich hoffe, du bist nicht aggressiv. Boah, wie geil. Wie aus dem einen Dings hier, aus dem einen Horrorfilm, das Vieh. Aus dem einen Horror, hier, Wendigo heißt der, glaube ich, der. Ja, ja. Ziemlich sicher sogar. Oh, 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 oh. Es trampelt einfach mal den Baum nieder. Wie geil. Das ist auf jeden Fall aus dem... Der sieht fast 1:1 aus wie aus Wendigo. Geiles Vieh. Scheint ziemlich friedlich zu sein. So, wo wollen wir eigentlich hin? Wir müssen da ein Stück rüber. Das sollte passen. Auf geht's fängt natürlich genau an zu regnen. Aber wir haben unser Schirmchen dabei. Das ist zwar schon ziemlich angeschlagen, aber wir haben es dabei. Habe ich gerade ein Wildschwein gehört? Gucken, wie gut unsere Schleuder dann ist. Wenn ich da an dem Punkt sollten auf jeden Fall Gegner sein. Da können wir sie dann mal austesten. Hier, guck mal, die Baumstämme, die der uns gegeben hat, die können wir sofort extrahieren. Gibt nur 6 Essenz. Wo können wir eigentlich mal sehen, wie viel... Ach, da unten. 339 Essenz haben wir. Okay. Oh, hier oben können wir es auch sehen. Was ist das hier? Weltkarten? Nee, Weltenkarten. Oh, Leute, hier können wir unsere Karten sehen. Handwerkerkarte. Spielen Sie diese Karte, um die Robustheit hergestellter Gegenstände zu erhöhen. Aha. Und Herstellungsstation immer durch die optimale Umgebung zu erweitern. Unabhängig von der tatsächlichen Wie cool. Minenkarte. Spielen Sie diese Karte, um den Steinertrag zu erhöhen. Naja, okay. Die Zeit zur Verbesserung von Steinproduktion zur Reduzierung und die Qualität von Steingegenständen auf Kosten der Effektivität anderer Materialien zu verbessern. Ihr Lieben, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich das total cool finde, dass man das... Das ist ja so gut. Spielen Sie diese Karte, um die Chance, Essenz zu finden, zu erhöhen. Alles klar. Okay. Sehr cool. Die müssen wir da wahrscheinlich an diesem Transmutor reintun. Oh, cool, wenn wir so ein bisschen durch den Wald laufen... Ist das mit dem Regen nicht so schlimm? Oh, Wölfe. Ich glaube, wir schießen lieber mal aus der... Oh, oh, wow. Nachladen. Nee, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf die Dings... jetzt habe ich aus Versehen gleich schon Heilsalbe genommen. Komm's. Okay. Wir müssen immer manuell nachladen. Das macht er nicht automatisch. Nee, ich glaube, wir nehmen mal lieber eine Nahkampfwaffe. Da können wir wenigstens blocken. Okay, die haben wir. Trotzdem nicht schlecht. Die Schleuder, auf jeden Fall nicht schlecht. Zumindest für so... Ich höre, glaube ich, noch einen Wolf. Oh, ich höre, glaube ich, noch einen Wolf, oder? Nee, das ist Donnern wieder. Zumindest für ein paar erste Treffer aus der Distanz und dann schnell auf die Axt wechseln. Okay, das ist doch auch schon mal gut. Das sind aber Ressourcen, die wir gut brauchen können. Die möchte ich eigentlich nicht unbedingt gleich in Essenz umwandeln. Dann lieber so einfache Sachen wie Stöcke und sowas. So, lass mal ein bisschen raus aus dem Wald. Kann man eigentlich auch irgendwie nicht... Also gar nichts in der Hand halten? Irgendwie kann man die Sachen... Noch mehr Wölfe. Nochmal die Schleuder raus. Nachladen. Nee, das war nix. Gucken, ob die überhaupt so weit fliegt. Ah, schlägt davor ein. Man sieht so ein bisschen Einschlag.
Okay. Vielleicht ist die auf Distanz stärker. So, auf jeden Fall ein kritischer Treffer am Kopf. Ja. Ist der... Sitzt der da nur oder fällt er noch um? Er fällt noch um. Oh, wo ist der dritte? Da. Gar nicht gesehen. Okay, okay. Sehr cool. Gefällt mir. Die Schleuder ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Gute Ausbeute. Vielleicht sollte man kurz zurückgehen und ein paar Sachen davon erstmal in unsere Kisten tun. Und vielleicht gleich nochmal was zu essen durchbraten, dass wir immer genug dabei haben. Dass wir immer schön essen können. So, unser Schirm geht auch schon immer mehr kaputt. Oh, das sieht alles so cool aus hier. Gefällt mir richtig gut, die Spielwelt. Die hat mich schon vom ersten Moment an so reingezogen. Oh, guck mal hier, wir können doch auch mal hier durchgucken. Wenn wir hier nicht schon durchgeguckt haben. Wir gucken mal hier mal durch. Oh, da sind die Viecher. Da sind die Viecher. Sind wir an so einem Punkt? Da ist wieder so einer mit einer Laterne am Kopf. Ich glaube, von dem hatten wir auch einen Docht bekommen, ne? Na, komm mal her. Jetzt finde ich das Kampfsystem echt gut, weil die Viecher haben alle auf jeden Fall ein Angriffsmuster. Also die machen alle so einen Satz nach vorne, also man kann also immer zur Seite gehen oder mit diesem Dash weg. Und dann müssen sie im Moment stehen bleiben und können auch nichts machen. Auch die Wölfe und so, all die Viecher haben ein schönes Muster, das gut auf das Kampfsystem ausgelegt ist, dass man eben dashen kann, blocken kann, so ein bisschen zur Seite rauslaufen kann und so. So, hier höre ich doch hier höre ich doch noch mehr. Lass mal auf die Karte gucken. Sind wir an diesem Punkt? Ja, wir sind an so einem Punkt. Okay, können wir jetzt hier... Au, 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 es hagelt! Steht jetzt auf... Ist das jetzt schon hier als... Steht das schon? Besetzung abgeschlossen. Okay, haben wir die Belohnung erhalten? Haben wir Essenz bekommen? Nee, nicht wirklich, ne? Haben wir was anderes bekommen? Ja, den Docht von den Viechern. Hm, keine Ahnung. Jetzt müssen wir erstmal hier drin stehen bleiben. Für einen Moment. Guck mal, auch wie geil das hier, wie das hier runterläuft, das Wasser so. Hier, es regnet. Und hagelt. Die Wettereffekte gefallen mir auch richtig gut. Die sind sehr atmosphärisch. Also wirklich einfach gut gemacht. Wettereffekte sind immer atmosphärisch, aber die sind halt wirklich gut gemacht, Leute. Vor allem, was auch wirklich immer wichtig ist, ist nicht nur, dass es schön aussieht, sondern dass auch die Geräuschkulisse passt. Ich glaube, es regnet nur noch, ne? Ja, es regnet nur noch. Dann können wir noch mal ein bisschen raus. Das hält unser Schirm, glaube ich, noch ein bisschen länger durch. Oh, hier ist was. Hoffnung. Ach, ist noch mal ein Text. Okay, Leute, dann machen wir aber jetzt nicht, weil wir haben noch nicht alle angefangen. Wir müssen das mal ein bisschen der Reihe nach machen. Oder können wir auch mal gucken. Kann man das nicht irgendwo... Wo kann man das eigentlich nachlesen? Dass wir das auch mal geguckt haben. Was sind hier? Herausforderungen? Händler. Tagebuch. Können wir das hier? Ah, nee. Hier auch nicht. Das ist nur ein bisschen Erklärung. Aber es sind nicht die Texte, die wir gefunden haben. Oh nein, kann man das gar nicht mehr nachlesen? Das sind die ganzen Tutorials am Anfang. Oh, ich dachte, man kann das nochmal nachlesen später. Und was sind jetzt hier Herausforderungen nebenbei bemerkt mal? Aktivitäten. Aufstieg aus Trümmern, Baugeselle. 40 von 100. Baunovize, errichten Sie Bauten aus Teilen. Oh, da gibt es auch Belohnungen für. Wie macht man das? Vor allem Baunovize, errichten Sie Bauten aus 10 von 10. Aber da oben steht 0 von 10. Aber unser Haus hat doch mehr als 10 Teile. Erweiterte Hüttendächer freischalten. Oh cool, da sehen wir schon, was wir freischalten können. Aber, oder haben wir das automatisch bekommen? Aber da müsste man es ja irgendwie erkennen können. Da müsste das nicht irgendwie, Behalten wir mal im Auge. So,
Was ist das? Ah, das ist noch so ein Ort. Da, ah, da sind nochmal Viecher. Alles klar. Oder was ist das hier? Kann da gerade entfernen? Nee, sammeln. Wir können hier was sammeln. Achso, das sind die Stöcke. Ah, da kommen sie, die Viecher. Ich muss sagen, hier müssen doch Viecher sein. Oh. Okay, Essenz. Da kommen noch mehr. Oh, der ist neu. Der Gehörnte. Kriegt trotzdem eine Axt. Vor die Gehörnte Visage. Da kommt noch einer gehüppelt. Irgendwie erinnert mich auch ein bisschen tatsächlich gerade an, wie die so rumkrabbeln. An die Krabbler aus Sons of the Forest. Sammel das mal alles ein. Oh, ho, 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 hallo. Was bist du? Ein riesiger Essenzbrocken? Gunst der Macht freischalten. Hoffnungsecho freisetzen. Oh, guck mal, wir haben ein neues Bauteil bekommen. Fellwandleuchte. Und haben wir Essenzen jetzt nicht so viel, aber wir haben... Ich oder gebundene Attribut. Ich glaube, das sind Sachen. Man kann ja irgendwie auch seine Waffen wohl verzaubern. Cool. Cool, cool, cool. Gibt's hier noch mehr? Hallo? Nimm mal das Messerchen raus. Dann kannst du nebenbei nochmal die Fackel nehmen. Dann können wir ein bisschen was sehen hier. Da hast du auf jeden Fall eine Kiste. Die machen wir mal auf. Gewöhnlicher Heiltrank, aber sowas von leichter Trank der Rast. Erhöht die stellt Ausdauer wieder her. Cool. Oh, wir haben auch schon wieder nicht mehr. Kannst du gleich schon wieder mal einen Happen essen. Sehr gut. Haben wir schon wieder 89 Lebenspunkte. Hört auf zu regnen. Wir können die Axt wieder nehmen und die können wir auch gleich mal reparieren. So. Kann man jetzt eigentlich. Seine Ausrüstung auch mal. Nimm mal das hier. Zack. So, Moment, haben wir das jetzt auch geschafft hier? Besetzung abgeschlossen. Besetzung abgeschlossen. Aber. Gibt es hier auch noch was zum. Weil bei dem einen gab es jetzt hier was, ne? Bei dem hier nicht. Wo ist denn hier der Punkt, wo wir was freischalten oder wo wir was kriegen? Ist hier oben drauf. Ach, guck mal. Einfacher Hammer. Ist ja der Hammer. Der Hammer. So, komm mal hier rü. Oh, schön. So, ich dachte erst, da geht es jetzt tief rein. Das sollte ich mir wieder rauskommen. Ah, wie cool. Okay, also so kann man auch schon mal ein paar Baupläne bekommen. Ist doch nicht schlecht. Ist doch nicht schlecht. Ah, das Schirmchen muss ja auch in der Hand halten, Junge. Okay, ist aber noch gut gegangen. Springt einfach los. Ah, herrlich. So. Ja, warte doch, dann können wir doch auch... Was war das? Fee-Artefakt. Geben Musikant. Ja, ist auch okay. So, wir müssen aber da hoch. Ich gucke in die falsche Richtung. Zoomen wir mal ein bisschen rein hier. Genau da wollen wir weiter. Ab in die Richtung. Gucken wir da nochmal vorbei. Warum nicht? So nachgeladen ist, ne? Warte mal, können wir nicht auch sogar... Wie gut, ne? Wir können einfach von überall auf der Karte zurück nach Hause zu unserem Steinhaufen reisen. Ich hatte doch irgendwo was gelesen. Auf der Karte war es. Irgendwo hatte ich was von Schnellreise gelesen. Lass uns mal ganz kurz, ich will auch noch mal was gucken. Wenn wir gerade schon mal so dabei sind, so viele Sachen durchzugucken, will ich hier auch noch mal was gucken. Automatisch laufen können wir, ducken können wir uns. Fähigkeit 1 ist Q, Schnellwahltaste für Heiltränke. Fähigkeit 2, Fähigkeit 3, keine Ahnung, R und V. Wahrscheinlich kriegen wir noch mehr Sachen auf Kurzwahltasten. Sehr cool. Gegenstand wegstecken. Wir können was holstern. Halftern holstern und Baumodus umschalten. Auf X. Oh, wie... Guck mal da unten, Leute. Kopieren, bewegen, entfernen. X, Baumodus. Und wir sehen auch jetzt mal hier dieses Bauwerklimit. 31 von... Weiß ich, die 31 von 350... Werkbänken und, weiß ich nicht, Deko-Sachen und Einrichtungsgegenständen wahrscheinlich. Und 4 von 100... Hausteilen? Wir haben noch mehr als 4 Hausteile gebaut. Na, egal.
Oh nein, bitte nicht jetzt. Nicht irgendwelche Netzwerkfehler hier spielen. Lass die Server laufen. Wir sind richtig, ne? Da wollen wir hin, aber diese Ruine sieht auch sehr interessant aus. Wie spät war es denn gerade eben auf der Karte? Wir hatten schon spät, ne? 1948. Aber wir können ja nach Hause reisen, aber da können wir nicht wieder hierher zurückreisen. Das ist ein bisschen schade. Obwohl, das ist schon okay so. Es muss ja nicht in jedem Spiel überall Schnellreisen geben. Wie jetzt zum Beispiel in Palworld, wobei es da sehr angenehm ist. Hm, was bist du? Ich kenne dich nicht. Kupfererz, Eisenerz. Essenzstaub kommt da raus. Und was kommt noch da raus? Nix erstmal. Okay, dann hauen wir weiter drauf. Zinn ist das. Zinnerz. Das gibt bestimmt viel Essenzstaub, wenn man das zerlegt. In Essenzstaub. Halt. In was auch sonst gibt Essenzstaub, wenn man es in Essenzstaub zerlegt. Ja, das erscheint logisch. Ne, er gibt gar nicht so viel. Sechs. Naja, wir zerlegen es trotzdem. Was zerlegen wir noch? Doch nicht. Das auf jeden Fall auch nicht. Stöckchen zerlegen wir. Alle Knochen behalten wir hier und Fasern extrahieren wir auch gleich. Dass wir auf jeden Fall viel Essenzstaub haben, wenn wir beim Essenzhändler stehen. Alles klar. Weiter geht's. Das ist, glaube ich, das Ding hier, ne? Machen wir Karte an. Na, wir müssen noch ein bisschen weiter darum. Aber ich wollte jetzt auch mal hier reingucken. Bastide. Ach, das ist die Bastide der Macht jetzt hier. Wie? Nee, die ist da unten. Aber wird schon mal vorsorglich angezeigt. Oder die Kartenmarkierung stimmt nicht. Keine. Oh, was ist das? Achso, sind das auch nochmal Berries? Nee, das ist einfach nur ein normaler Strauch. Ich glaube, da kommen wir nicht rauf, so, Leute. Irgendwie hier und nicht rein. Nee, hier ist nichts. Außer mysteriöse Geräusche irgendwo da oben drauf. Okay, Karte nochmal an. Ja, jetzt gucken wir mal genau drauf zu. Da wollen wir jetzt nochmal gucken, am letzten von diesen drei Punkten der Besetzung. Nehmen die Dings raus. Die Schleuder. Da, ich höre doch schon. Oh, nee. Moment. Ungünstig. Okay. Die zählen aber nicht zu den Viechern, die irgendwas besetzen. Ne? Das sind einfach nur Tiere, die zufällig Tier sind. Auf dem Weg dahin. Da sind die Viecher, die wir suchen. Kann ich eigentlich auch... Oh, ja! Wie gut! Man kann auch zurückschubsen. Da ist wieder der Hornträger. Erstmal einen mit dem Axtstiel. Du auch. Und dass es Trefferzonen gibt, finde ich auch gut. Achtung, Aussauer! Wups. So. Wo ist der letzte? Da ist schon mal die Maske weg. Haben wir ihn. So, gib mal das ganze Zeug her. Zwei Wölfe haben wir erwischt. Liegen die hier noch? Ja. Oh, da unten sind gleich nochmal drei. Okay, gute Ausbeute. Gute Ausbeute bis jetzt schon. Und interessante Sachen entdeckt. Gucken, wie das mit diesen Herausforderungen funktioniert dann. Wenn es da auch schöne Essenz für gibt, ist doch super. So, ist der Punkt jetzt hier auch gereinigt? Sieht so aus, ne? Wir haben die alle umgehauen. Uah, Treppe rauf. Hoffnungsecho frei. Eine Tischlampe. Ist doch cool, eine Feldtischlampe. Finde ich super, dass wir, dass wir hier Baupläne für bekommen. Das ist eine schöne Belohnung. So. Nochmal Blick auf die Karte. Da wäre jetzt das. Und dahinter ist nochmal so ein Punkt der Besetzung. Noch ist ja einigermaßen. Noch geht's ja vom Licht. Müssen wir doch mal ein bisschen laufen jetzt. Wo ich eigentlich in Ruhe gucken will. Aber jetzt müssen wir doch mal ein Stück laufen, dass wir da noch hinkommen. Mal gucken, ob da, ob das irgendwie falsch markiert ist. Oder das ganze Gebiet hier rundherum einfach. Boah, gibt es hier viel an Erzen abzubauen. Was sind das für Kristalle hier? Da müssen wir auch kurz mal draufhauen, probeweise. Was seid ihr? Edelsteine. Okay, bauen wir alles ab. Halt, bleib hier liegen. So. Roher Edelstein. Quarzit. Oder Quarz. So, wir kommen drauf zu. Nimm die Axt raus. Da blinkt was. Alle
Alles klar. Oh, was ist das hier? Einfach nur ein Wagenrad. Nee, ein Hochrad. Kein Wagen. Ich dachte gerade, können wir das hier nehmen? Nee. Was können wir hier machen? Da steht aber sammeln. Das bezieht sich aber nicht auf das Ding. Nee, das bezieht sich auf die Sachen rundherum hier. Naja, das ist hier. Das. Alles klar. So, was haben wir hier? Wölfe erstmal wieder. Gleich 3 Stück. Den haben wir. Wisst ihr, was wir noch viel eher machen, Leute, gleich, bevor wir nach Hause zurück schnell reisen. Wenn es hier dunkel wird, wir bleiben unterwegs, damit wir, solange es noch gut geht und wir noch die Taschen voll machen können. Wir bauen uns einfach gleich ein Zelt auf. So einen kleinen Zeltunterstand. Machen uns einen Schlafsack hier hin. Und kurz ein Lagerfeuer. Dann können wir uns ausruhen. Können wir uns das Fleisch durchbraten, was wir dabei haben. Und dann können wir weiterziehen. Das ist viel besser. Dann brauchen wir nicht zurückreisen und hin und her reisen. Weil dann müssen wir die ganzen, oder beziehungsweise zurückreisen und den ganzen Weg wieder loslaufen. Solange es gewichtstechnisch noch passt, ist das okay. Würde ich sagen. Machen wir das so. Zack. Ah, es ist, ich bin, also wie gesagt, Leute, mir macht es einen riesen Spaß. So, was ist jetzt hier los? Es gibt Töne von sich, hat er gesagt. Ich höre nichts. Puzzlechor. Okay, jetzt habe ich was gehört. Das hat geblinkt, das hat geblinkt. Und das hat geblinkt. Okay. 1, 2, 3. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Die piepst in der Reihenfolge und dann klickst du sie in der gleichen Reihenfolge an. Alles klar. Hoffnungsecho freisetzen. Fellkronenleuchter. Okay, erstmal kriegen wir jede Menge Beleuchtung. Finde ich ja schon mal prinzipiell nicht schlecht. Schön beleuchtete Basis ist immer gut. Sorgt für Gemütlichkeit. Reparier mal deine Axt, mein Junge. Besser ist das. Kriecht. Er sitzt da schon wieder ein Wolf rum. Ja, nimm doch mal hier. Warte mal, können wir eigentlich auch einfach. Oh ja, man kann einfach mit dem Mausrad durchscrollen. Das ist natürlich um einiges angenehmer. Dem sammeln wir jetzt erstmal einen auf die Nase. Oder auch nicht. Der schlägt immer noch weiter vor auf, glaube ich. Ne, ja, ja. Okay, dann schießt er nochmal aus der Hüfte ganz locker. Mal gucken, dann sieht man besser, wo der einschlägt. Oh, genau auf der Nase schlägt er ein. 120 auf die Distanz immer. So. Oh, hat mir einer hintern gebissen. Bums. Auf die Nase. Okay, geht. Geht aber. So. Zap. Essenz auch nochmal gleich. So, jetzt bauen wir uns kurz ein Zeltchen auf. Wird ja schon langsam so ein bisschen dämmerig. Machen uns das Lagerfeuerchen an, ein bisschen Gemütlichkeit, kurzen Schlafsack hin, ein bisschen was durchbrutzeln. Oh, halt, jetzt habe ich schon wieder nicht mehr gedrückt gehalten. Ist doch viel einfacher. Zap. Den aber auch. Hopp. Das erste Mal ganz kurz gucken. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, wir können. Ah ja, super. Wir können also einfach auf H wirklich auch nichts in der Hand halten. So, kurzer Unterstand. Das kannst du mal einklappen, das kannst du mal einklappen. Lager brauchen wir auch gerade nicht. Licht brauchen wir auch gerade nicht. Überleben brauchen wir gerade. So ein bisschen. Hier mal so ein einfaches Zelt hin. Wunderbar. Fehlen ein paar Stöckchen. Da liegen doch welche. Zap. So, nimm auch mal kurz die Sichel wieder raus. Fasern brauchen wir ja auch gleich noch. Ach, Moment, für ein Lagerfeuer brauchen wir Stein, ne? Ah, hier. Gut, dass hier welche rumliegen. Ich glaube, es reicht aber noch nicht. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Stein. Können wir hier irgendwo, wo. Ja, hier. Hier müssten wir auch welche klein klopfen können. Oder vielleicht noch welche von den kleinen Haufen finden, auf jeden Fall. Da sind aber noch Steine. Obwohl, das sind die großen Steine. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen die kleinen. So, das müsste passen. Oh, super, Leute, das macht auf jeden Fall Laune, unterwegs zu sein. Richtig schön. Richtig schön. Deswegen bleiben wir auch unterwegs und porten uns nicht zurück. So.
kurzes Zeltchen. Mach mal Lager zu. Macht er automatisch immer wieder alles auf, ne? Schade eigentlich. Kannst du mal ruhig zulassen, hier, wenn ich das so einstelle. Ausruhen, platzieren. Einmal ein Feuer, ein Schlafsack. Zack, was fehlt? Noch ein paar Stöckchen. Und hier unser Lagerfeuer. Hopp. Passt. Schmeiß schon mal an. Da sollten wir, oh ja, da können wir einiges durchbrutzeln. Aber warte mal, machen wir nicht alles. Mach erstmal 9 Stück. Yep. Nicht gleich alles durchbraten. Wir können auch nochmal Heilsalbe herstellen. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, da machen wir alles rein. Jetzt haben wir den Dings rein. Jetzt habe ich die Fasern unten reingeschmissen. Mist, hol nochmal schnell Fasern. Ach, keine Ausdauer. Oh, habe ich Fleisch rausgenommen? Habe ich Fleisch rausgenommen? Nee, habe ich nicht. Ach, ist noch gar nicht durch, ne? Nee, ist noch gar nicht. Das Fleisch ist noch gar nicht durch. Alles klar. Ich hoffe jedenfalls, dass das Fleisch ist, was jetzt noch nicht durch ist. Die hat sich jetzt auszusehen, das Fleisch kaputt gemacht habe, weil ich schon das nächste Rezept reingestopft habe. So, das sollte reichen. Komm, hier, iss nochmal einen Happen. Ist schon wieder ein bisschen hungrig. Stöcke müsste reichen. Jetzt nochmal. Achso, jetzt müssen wir mal kurz nochmal warten. Nein, nicht ausmachen, sollst du es anlassen. Nochmal Brennstoff hinzufügen wollte ich. Stöcke aber diesmal. So, das brennt eine Weile. 5 Minuten, das reicht aber glaube ich nicht. Holen wir lieber noch... Ich weiß auch nicht, ob wir mehr Stöcke kriegen, wenn wir das mit der Dings machen. Oder ob wir die Stöcke lieber so sammeln sollten. Und dann da mehr Stöcke rauskriegen. Auf jeden Fall kriegen wir gut welche raus von denen, die auf dem Boden liegen. Oh, weißt du was? Hau doch mal hier drauf. Ja. Ich glaube, die dürften ganz gut brennen. Uah. War ein paar richtige Holzscheite fürs Feuer. Ich finde auch cool, dass das hier übrigens immer irgendwie unterschiedlich ein bisschen gedeckt ist. Weil als wir das in der Wüste gebaut haben, hatten wir die roten Blätter aus der Wüste. Jetzt haben wir hier das, was wir hier gesammelt haben. Und ich glaube, wenn man mehr Grün sammelt, dann hat man auch noch... Dann wird es auch mehr Grün auf dem Zelt. Nein, jetzt... Ach, schon wieder. Muss da gedrückt halten. Dann schmeißt die mal da rein. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, okay. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich unser Fleisch, was hier durchbrutzelt. Und dann stellen wir uns Heilsalben her. Da haben wir nur noch 6 Stück. Ja, das war unser Fleisch. Und jetzt die hier. So, automatisch füllen und dann alles, was wir herstellen können. 13 Mal. Jawohl. 13 Heilsalben. Könnte man eigentlich auch schlafen gehen und die dann durchlaufen lassen? Also über Nacht schlafen? Wäre mal interessant zu wissen. So, guck mal, wir haben noch so viel Essenz dabei. Repariere gleich mal wieder alles, was du hast. Schirmen können wir ja nicht. Wahrscheinlich müssen wir erst wirklich den Bauplan dafür kennen, damit wir es reparieren können. Die Rüstung sieht soweit noch ganz gut aus. Das passt. Sehr schön. So, das brutzelt gemütlich durch. Ach, herrlich. So kann man doch einen Ausflug jetzt... Oh, guck mal. Letztes Mal schon hätte ich eigentlich die ganze Zeit stehen bleiben können und staunen können. Vor allem, ich finde das so schön, dass wir hier eine Mischung haben aus Herbstfarben und halt den grünen Nadelbäumen, so irgendwie, aber auch noch ein paar Laubbäume, die noch ein bisschen grün sind. Und gerade in der Abendstimmung jetzt hier. Ich finde auch, die Wolken sind in dem Spiel echt schön gemacht. Also es ist eine wunderschöne Skybox. Und die Wolken sind ja wirklich auch volumetrisch hier. Echt schön. Und oben drüber halt die Skybox. Wunderbar. Das hat schon richtig was. Gefällt mir. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Der ganze Stil. So. Sehr schön. Das sind unsere Heilsalben. Und können wir uns jetzt schon lange hinlegen? Nee. Noch nicht. Wir müssen bis zum Sonnenuntergang warten. Na gut, da müssen wir noch einen Moment warten. Gucken wir nochmal kurz durch die Taschen. Ja, das ist... So, cool. Da müssen wir dann auch mal schauen. So, 50 Schuss haben wir noch. Was ist denn jetzt los? Ach so, alles klar. Es ist dunkel. Jetzt können wir uns, glaube ich, hinlegen. Und diese Glühwürmchen sind auch so schön. Ich hoffe, die sind wirklich überall im Wald. Wenn man mal so nachts rumlaufen will, dass man das die ganze Zeit sieht.
Und was natürlich auch super dazu beiträgt, ist die Musikuntermalung in dem Spiel. Gefällt mir auch einfach sehr gut. So, lange Ruhezeit, jawohl. Ausruhen, einmal richtig durchratzen. Ah, herrlich. Sehen, ob es auch nochmal einen Boost gibt auf irgendwas. Nee, sieht nicht so aus. Wir haben jetzt nicht deutlich mehr Lebensenergie. Das Feuerchen kannst du ausmachen. Lass mal kurz reingucken. Ja. Nimm mal. Ach so, da sind wir überladen. Okay, dann... Ach warte, nee, dann mach das mal einfach ganz... Oh, oh, es ruckelt. Ich dachte schon, ich wollte schon sagen. Ah, Netzwerkverbindung schon wieder. Nee, zum Glück nicht. Extrahieren. Dann mach doch die einfach klein und die Stöcke ruhig auch. 23 Essenz nochmal. Das ruhig auch. Und das behalten wir mal. Die Pelze auf jeden Fall auch, aber hier die einfachen Steine. Kannst du wegmachen. So, jetzt wobei können wir doch glatt mal unser Dings ausprobieren. Hier unser Bausystem. Bewegen, entfernen. Okay, das Zelt könnten wir auch umsetzen. Die einfache ist ja cool. Okay, dann können wir es aber auch einfach entfernen. Das ist ja angenehm. Wir kriegen auch Material wieder raus. Wahrscheinlich nicht alles, aber ich höre was. Ich höre was. Wer läuft hier? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Sehr cool. Okay, das heißt, extrahieren wir auch gleich wieder. 488 Essenz. Klingt doch nicht schlecht. Keine Ahnung, was die Sachen kosten, aber ich glaube, das klingt nicht schlecht. Was haben wir hier? Können wir die essen? Rohe Beeren, Berberitze. Maximale Ausdauer, Sättigung. Könnten wir essen. Verbrauchen. Schmatz mal weg. Nicht schlecht. Okay, Karte. Wir sind hier. Der ist immer noch. Da ist immer noch irgendwas besetzt. Das geht so nicht. Da gehen wir hin. So, scroll mal durch hier. Zack, zack, zack. Cool. Nachladen. Ich höre sie doch schon, oder? Irgendwas höre ich schon. Hier ist doch schon der Punkt. Naja, da sind sie. Gucken wir mal so einmal auf die Entfernung. Mal eine verpulen. 80! Oh Mann, der hat ihn ja gleich fast aus den Latschen geschossen. 120. Der hat ihn gleich aus den Latschen geschossen. Können wir dashen, während wir die Armbrust haben? Nee, wir können ja zielen. Der buddelt da rum. Hörst du da auf, rumzubuddeln? Okay, Axt wieder raus. Was hat er da gemacht? Hat er irgendwas vergraben? Bonk. Bleibst du hier? Okay, die haben wir alle. Oder? Das ist ein Wildschwein da drüben. Sammel alles ein. Okay, gehen wir gucken, ob wir noch was kriegen. Noch einen schönen Bauplan. Dort ist wieder eine Kiste drin, auf jeden Fall. Pass mal auf, mach mal hier die 9 an. Dass, wenn wir die Axt... Nee, doch keine Kiste. Wenn wir die Axt wegstecken, dass wir dann automatisch immer die Fackel in der Hand halten. Erstmal. Oder wenn wir eine andere Waffe nehmen. Damit man auch mal was sieht. Okay. Hoffnungsecho. Ah! Einfacher Schirm! Cool. Jetzt, wo wir ihn gelernt haben, können wir ihn reparieren. Das ist angenehm. Okay. 519 Essenz. Dann können wir unser Schirmchen erstmal wieder nehmen. Und unser... Warte mal, die Sichel können wir in einer Hand führen. Und das Messer, ne? Okay. Dann würde ich sagen, können wir jetzt ja mal gucken. Da sind wir. Da ist das Portal. Also müssen wir einfach ein bisschen in die Richtung. Einfach ein bisschen Richtung Süden. Sehr, sehr schön. Hat sich doch schon super gelohnt, der Ausgleich, dass wir so viel Fleisch jetzt haben. Und so viel Fell. Und überhaupt. Und auch viel Essenz. Ach, guck mal, hier sind wir beim ersten Mal nur dran vorbeigelaufen, ne? So ein bisschen, haben gar nicht richtig geguckt, was man da machen kann. Bei dem Schiffswrack. Tju, da hüpft irgendwas rum. Ach, hier ist ein Hirsch. Da hüpft nichts, der läuft da einfach nur. Ach, guck mal hier, wie cool. So ein alter Brunnen. Na, oh, ist das nur ein normaler Stein oder ist das irgendwas Besonderes? Scheint aber nichts drin zu sein. Hier, ne? Nee, Moment, wo ist denn jetzt...
Da, wo soll, doch, ist doch hier. Wo ist jetzt das Schiffswrack hin? Da ist es doch. Hopp. Da wollen wir mal gucken. Oh. Klang ein bisschen bedrohlich. Wenn jetzt hier gleich eine Horde Gegner reinspawnen würde. Da will man aber nicht reinfallen, würde ich mal schwer behaupten. Oh, oh. Können wir hier nicht rauf, doch. Hier britzelt doch irgendwas. Wie so ein Echo. Ich höre es doch britzeln. Da, ist es da oben drauf? Und wenn ja, wie kommen wir da hoch? Hier rüber? Sieht erstmal ganz gut aus. Oh, wir können... Ah, wie gut. Er klettert da sogar hoch. Aber hier ist nichts. Jetzt hört es wieder an, als wenn es weiter unten wäre. Als wenn es irgendwo da unten wäre. Spring mal runter. Zap. Ach, das britzelt hier. Oh. Oh, hallo. Kann man euch... Oder kann man drauf treten? Nee, auch nicht. Tun die mir was? Sieht nicht so aus. Die krabbeln da nur rum. Jetzt haben wir das so viel schon nicht gelesen, ne? Aber egal, wir lesen es jetzt trotzdem mal hier, weil ich nicht, jetzt nicht weiß, wo wir das nochmal nachlesen können, ne? Scheint, dass man es doch nicht nachlesen kann. In fernen Landen, der Sog des Lichts. Ah, Sir Markus. In der Tat, ein äußerst planmäßiger Ankunft. Ein rauer Mann mittleren Alters winkte und lächelte einen jüngeren Mann zu, während er sich auf einen müden Ross sitzend näherte. Ich brach unverzüglich auf, nachdem ich euer Schreiben erhielt, dritter Hauptmann. Ihr wollt, dass ich einen Botendienst übernehme? Allerdings, ein recht altes Dokument, das wesentlich besser in den sogenannten Händen der Regentschaft aufgehoben wäre, als hier in den feuchtkalten Räumen dieses alten Schiffswracks zu versauern. Sir Markus stieg ab und sah sich aufmerksam um. Ich habe es noch nie mit eigenen Augen gesehen. Ziemlich genial von den Fee, ihr Wissen so deutlich gekennzeichnet und doch so gut versteckt zu hinterlassen. Das stimmt. Folge mir. Ich werde dich durch das Tor führen. Mit einer überschwänglichen Geste teilte der Ritterhauptmann die schimmernde Magik und trat in den dahinter klaffende Dunkelheit ein. Sir Markus folgte ihm auf dem Fuß. Okay. Und was machen wir jetzt hier? Ich will da nicht reinlaufen, Leute. Keine Ahnung, was das ist, aber es britzelt. Ich glaube, das ist nicht clever, wenn wir da reinlaufen. So, würde ich mal behaupten. Was ist das hier? Und wir können mit der Axt draufhauen. Dann hauen wir mit der Axt drauf! Ohoho! Ohoho! Wie schön! Schatzkisten! Blitzrune. Giftmurm. Es gibt Munition mit verschiedenen Eigenschaften. Einfache Stein. Blitzmurmel. Blitzschrotflinten. Eisschrotflintenmunition. Feuerschrot. Okay, okay, okay. Alles klar, ich bin dabei. Ich bin dabei. Hab da noch eine Kiste mit der Schrotflinte irgendwo stehen. Nicht zufällig, kann man jetzt... Oh, guck mal, können wir sogar benutzen. Wie gut. Hat sich auch jemand ein kleines Camp aufgebaut. Aber wir wollen ja weiter. Wir wollen ja jetzt mal gucken, dass wir uns was kaufen. Da oben ist auf jeden Fall das Portal. Dann brauchen wir ja nur in der Richtung weiter. So gut, so gut. Erstmal ein paar schöne Schätze auf dem Weg gefunden. So, das ist einfach nur ein Knochengerüst, wo einer ein Dings drüber gespannt hat. Ach, ich habe den Schirm ja wieder nicht in der Hand. Dann geht's ja nicht. Okay, okay. Hier haben wir mal erstmal einen Aztekentempel. Das sieht alles so gut aus, Leute. Mir gefällt das einfach fantastisch. Ich weiß, ich habe es oft genug gesagt jetzt schon, aber... Ach, wenn ein Spiel schön ist, kann man es auch nicht oft genug sagen, wenn einem was gefällt. Anderen Überlebenden helfen. Gibt es hier andere Überlebende? Wohnt hier einer? Server, ganz ruhig. Server. Server! Mach keinen Mist. Wir sind gerade schön angekommen. Oh, ich glaube, wir haben wieder einen Netzwerkfehler, Leute. Ach, nee, doch nicht. Oh. Die
Kompanie, Ida, WS, Einzelhändler, Harrison. Essenzhändler, nicht Einzelhändler, ihr wisst Bescheid. Der Einzelhändler ist hier. Zieht gerade seinen Discounter hoch hier vorne. Es wird expandiert. Okay, die Kompanie, Ida. Ach, warte mal, die haben wir doch auf der Karte den Namen hier. Wilhelmina hieß die. Da stand auch irgendwas von Wilhelmina bei dem Essenzhändler. Genau, Wilhelmina Sasse. Alles klar. Okay, wir haben den Essenzhändler gefunden. Da wollten wir ja hin. Was haben wir hier noch? Ach, hier ist auch dieses... Ach, das ist der antiquarische... Erobern Sie diesen Ort. Um die Mittel zur Öffnung von antiquarischen... Oh, wie cool. Wir können dann vielleicht neue Welten öffnen. Aber ich würde es eigentlich auch gerne mal wissen, was passiert, wenn wir diese Welt hier versuchen zu verändern. Mit unserer Handwerkskarte zum Beispiel. Weil die bringt ja nur positive Sachen, ne? Haben wir gelesen. Da steht ja nichts Negatives. Das erhöht... Das macht unsere Gegenstände haltbarer. Und alle Werkbänke funktionieren optimal. Das ist doch erstmal das... Also wenn wir die so ausspielen können, also wenn das so funktioniert mit diesem Kartentransmuter für die Welt... Hallo, mit Ida reden. Anderen Überlebenden helfen. Eine überlebende Person in der Nähe benötigt ihre Hilfe bei der Fertigstellung eines Bauwerks. Helfen Sie ihr dabei, das Bauwerk fertigzustellen, um eine Belohnung freizuschalten. Also gut, schreiten wir zur Tat. Sollen wir das hier oben fertig bauen? Hier sind Blaupausen. Können wir das hier fertig bauen? Oh, alles klar. Wir können das machen. Dann helfen wir noch mal kurz, wenn es dafür eine Belohnung gibt. Wir haben ja gesehen, irgendwie müssen wir, sollen wir ja auch, oder kann man ja wohl Begleiter anheuern. Wobei ich da jetzt ganz ehrlich gesagt nicht so ein Riesenfreund davon bin, in den allermeisten Survival-Spielen. Es gibt Ausnahmen, Calvin und Virginia, aber eigentlich... mag ich das alleine loszuziehen, weil mir gefällt auch das Gefühl, an vielen Survival-Spielen das Gefühl, so ein bisschen der Einsamkeit eben und alleine unterwegs zu sein. Deswegen mal gucken. Wenn wir nicht unbedingt irgendwie einen brauchen, wenn das nicht unbedingt überlebensnotwendig ist, bis jetzt ist es das nicht, würde ich erstmal ohne einen weitermachen. Also wenn man sich das auch aussuchen kann, vielleicht gibt das Spiel einem auch automatisch einen Begleiter. Aber wenn man sich das aussuchen kann, dann... machen wir vielleicht erstmal alleine ruhig weiter. Hau rein hier. Ach, da haben wir keine Steine. Okay, das haben wir fertig. Steine. Kleine Steine. Ach, hier liegen ja genug rum. Hopp. Ach, guck mal, liegt auch so genug rum. Hier kann man sich auch immer gleich ein bisschen Essenz nochmal machen, auch wenn es aus den Ressourcen jetzt nicht so viel gibt. Aber machen kann man sich trotzdem hier schnell ein bisschen Essenz noch, um was einzukaufen. Ich bin auch jetzt gespannt, was der uns alles verkaufen kann. Da stand ja auf jeden Fall in der Beschreibung, dass man neue Baupläne kaufen kann. Beim Essenzhändler. Und mit dir hat auch ein Ausrufezeichen über Kopf. Bestimmt auch ein kleiner Auftrag. Jetzt machen wir erstmal das hier. Tada! Oh, wie cool. Was gibt's als Belohnung? Magikatruhe. 24 Essenzstaub. Nehmen wir doch glatt. So. Wir reden erstmal mit dem. Mit Harrison reden. Grüß dich, Harrison. Okay, wir gucken mal durch. Einfacher Streithammer, einfacher Angel. Okay, 30 Essenz. Weltenkarten. Anwesen, Adresskarte. Spielt diese Karte um direkt die Schwebewelt eines bestimmten Spiels. Ah, okay, das ist für den Mehrspieler. Entdeckerkarte. Spielen Sie diese Karte, um schneller zu reisen und Ihren Widerstand gegen die meisten Schadensarten zu verbessern. Okay. Anglerkarte. Das sind also auch so Weltverbesserungen, also die unsere Welt so ein bisschen ändern, ne? Festmalkarte. Cool. Licht. Okay, Licht haben wir echt schon, hätten wir hier also auch wahrscheinlich kaufen können, aber wir haben jetzt viel gefunden, ne? Aber eine Stehlampe haben wir nicht. 15 Essenz, die ist mal gekauft. Bauten primitiv. Ah, guck mal hier. Das kaufen wir auf jeden Fall. Wir haben 472 haben wir. Herstellung verbessern. Da können wir mit Sicherheit dann Bretter herstellen. Schmelzofen. Warum nicht? Was haben wir hier noch? Ah, die sollen wir auf jeden Fall, wir müssen ja auch unsere Quest, wir sollen die Nähbank herstellen oder lernen oder holen. Hier, dann machen wir das auch mal für unseren Auftrag. Ah, Ressourcen verkauft er auch. Und Verbrauchsgegenstände. Alles klar, ich will aber erstmal, warte, nee, nicht Weltenkarten.
Hier so ein Hämmerchen. Warum nicht? Und eine Angel auf jeden Fall. Dann können wir vielleicht mal angeln. Wie cool. Obwohl, ich glaube, bei unserem kleinen See gibt es nichts. Karten lassen wir. Licht haben wir alles. Da haben wir beide Dächer. So, Mörser. Okay, zum Beispiel kleiner vom Pflanzen und anderen Sachen. Super. Wir nehmen sowieso alles mit an Handwerk, würde ich sagen. Spinnrad. Oh, können wir bessere Kleidung auch herstellen. Wir haben ja dann auch die Nähbank und eine Steinmetzbank. Weißt du was? Wir nehmen alles. Worauf sollen wir warten? Warum sollen wir nicht alle Crafting-Table schon mal lernen hier, wenn wir die Punkte haben? Super Sache. Hallo, hast du mich erschrocken? Meine Güte. Rekrutieren Ida. Nee, liebe Ida, du kannst erstmal hier bleiben. Ich bin total zufrieden, dass wir erstmal noch einen Moment alleine unterwegs sind. So, jetzt können wir mit ihr reden. Ah, Besuch. Sie sind die einzige gute Seele, die wir bisher in dieser Welt angetroffen haben. Und ihr Anblick ist ein äußerst wohltuender, aber da fehlt, glaube ich, ein Stück vom Satz. Aber wer sind Sie? Sagen wir das, wie es wirklich ist, ne? Ich bin auf der Flucht. Wirkt erfrischend, ein so offenes Buch wie Sie anzutreffen. Bestimmt steckt es voller erzählenswerter Geschichten. Ja. In letzter Zeit tummelten sich in den Welten viele neue Gesichter, die jede Menge tolle Geschichten zu erzählen haben. Das Sammeln dieser Geschichten ist mein Beruf, wissen Sie? Alles klar. Wilhelmina Sasse, Kolumnistin der Zeitung von Nightingale, cool. Dem Sunday Courier überaus erfreut, ihre Bekanntschaft zu machen. Ja, danke, gleichfalls. So. Also, wenn Sie Materialien, Dienste... wenn Sie... materielle Dienste bedürfen, Nahrung, Ausrüstung, Schutz, dann können meine Gefährten hier... Ah, okay, jetzt kriegen wir den Hinweis darauf, dass wir hier Hilfe bekommen können. Sie sprachen von Schutz, das ist angehakt. Wir machen mal das. Allerdings tat ich das. Mein geschätzter Kollege hier ist stets auf der Suche nach Arbeit und er ist hier bestimmt irgendwo. Ja, wir haben schon gesehen. Es ist aber eine Sie, meine ich, oder? Er ist von der ruhigeren Sorte. Aber ein fähiger Kämpfer, Baumeister, Handlanger, was auch immer Sie mit ihm anstellen wollen. Okay, vielleicht wirklich so eine Art Kelvin. Aber trotzdem, also ne. Das erscheint mir vernünftig. Warum sollte ich mich um Ihre Arbeit kümmern? Kann ich nicht einfach bezahlen und weiterziehen? Nehmen wir dann automatisch das an oder was machen wir jetzt? Okay, Weltenwandler können anderen Überlebenden auf der Suche... Ja, okay. Wenn sie Aufgaben für sie erfüllen, können sie sie für ihre Gruppe rekrutieren. Okay, haben wir gerade gesehen. Rekrutiere Überlebende. Können ihnen beim Sammeln... Okay, alles klar. Haben wir verstanden. Weltenwandler können Überlebende mit besseren Ausrüstungen ausstatten damit. Okay, wir können dem Begleiter auch Klamotten geben und besser ausrüsten. Sie können Überlebenden die Erlaubnis erteilen, Behälter zur Lagerung zu benutzen, indem sie die Genehmigung für jeden Behälter ändern. Okay, klingt erstmal alles nicht schlecht. Ich glaube, wir haben die Quest zuerst erledigt, bevor die uns jetzt hier den Text dafür gibt. Hoffentlich geht das jetzt nicht schief. Hoffentlich ist die Quest dann automatisch erledigt, weil wir haben das ja schon gemacht jetzt. Und da Sie einige der größten Welten selbst gesehen haben, haben Sie bestimmt ein paar feine Geschichten auf Lager, an denen wir uns ergötzen könnten, wenn Sie wieder hier sind. Schließen Sie alle Neuankömmlinge gut fürs Geschäft. Schließlich sind alle Neuankömmlinge gut fürs Geschäft. Egal, wie sanftmütig Sie auch sein mögen. Entschuldige, wir lieben das gerade ein bisschen, ne? Die hat ja gesagt, dass sie aus Nightingale ist, ne? Ich bin gerade erst vor der Katastrophe geflohen. Wissen Sie, was auf der Erde passiert ist? Das ist diese Bedrohung, die Blässe. Das wäre erstmal alles. Ich lese gerade zu stammlich. Das kann man sich gerade nicht antun, Leute. Deswegen lassen wir das mal. Weil ich gerade wieder so mich über so viele Sachen freue und so aufgeregt bin, wenn ich mich über neue Sachen freue, dass ich dann mit dem Lesen anhaut, dann immer nicht hin. Das muss man in ruhigen Momenten machen. Ich finde es gerade super cool. Okay, wir haben die jetzt aber nicht mitgenommen, ne? Noch nicht. Wir haben gesagt, noch nicht. Das finde ich erstmal angenehm. Okay, und da oben ist jetzt... Ach, wir müssen den überleben, oder wie? Wir müssen einen Überlebenden rekrutieren. Aber die können wir bestimmt auch wieder entlassen. Hoffe ich einfach mal. Lass mal kurz gucken. Wir haben auch wieder viel Krempel eingesammelt. Ne? Guck mal, das machen wir auch gleich nochmal zu... Obwohl, nee, wir können ja jetzt gleich nach Hause reisen. Dann können wir es auch mitnehmen. Ida, kann ich dich rekrutieren und wieder entlassen? Ist das möglich?
Ja, da stand schon gleich. Okay, nee, ich hab's mir gerade anders überlegt. War nur ein Test. Aber vielen Dank. Vielleicht kommen wir doch nochmal drauf zurück. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen das jetzt mal mit der Schnellreise. Probieren das mal aus. Nee, das war falsch. Karte auf. Zum Rückzugsort reisen. Ja, bitte. Ich hoffe, wir nehmen auch alles mit, wenn wir... Oh, das ging schnell. Oh, das ging schön schnell. Wir sind zu Hause. Ja, wir haben alles dabei, was wir mitgebracht haben. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, jetzt haben wir eine Menge, Menge an neuen Bauplänen auf jeden Fall gelernt. Und eine Menge... Oh, Spiel. War kein Mist. Ich hatte heute auch ein bisschen Probleme, das erste Mal auch ins Spiel reinzukommen. Also ich habe eine Weile gebraucht, bis ich auf dem Server irgendwie drauf war. Bis eine Serververbindung halt da war. So, Stöckchen rein, das rein, Steine, Erze auf jeden Fall. Das nicht. So, Pelz kommt hier rein, Fleisch kommt erstmal da rein. Ja, dann hatten wir hier so magische Sachen. Das ist, könnte man da, glaube ich, zuziehen. Achso, warte mal, das ist noch Baumaterial. Dann hier Tränke und sowas. Und hier hinten noch gar nichts. Schön, da kann jetzt mal eine Munitionskiste draus werden. Super, gefällt mir. Steck mal die Sachen nochmal wieder weg. Ah, herrlich. Und isst nochmal einen Happen gleich wieder, hast du dir verdient. Ja, hau rein. Yummy. So. Kurze Ruhepause. Und dann mal kurz ins schlaue Buch geschaut. So, hier haben wir die einfache Werkbank, da haben wir die einfache Nähbank, Gerbstation, Lagerfeuer. Einfache Nähbank. So, die würde ich dann jetzt auch, dass wir gucken, dass wir das doch irgendwie... Obwohl, wir wollen ja die Handwerkerkarte können wir ja nutzen, ne? Dann ist egal, wo wir die Werkbänke hier hinstellen. Wenn wir die erstmal ausspielen. Und wir machen noch ein Lagerfeuer in die Mitte später trotzdem. Oh, du kannst ja trotzdem hier stehen, wir haben ja genug Platz. Die Werkbänke können ja so ein bisschen so. Kann eine hier stehen, eine so rüber. Oder vielleicht auch mal so. So ist es so. So kommt die hier hin. Zack. So, wir brauchen jede Menge Baumstämme. Wir brauchen Knochen und Fasern. Hier Holzbündel. Das hat gepasst. Zap, zap, zap. Und Knochen, ne? Ich glaube, es ist egal welcher. Ja, das ist egal welcher. Rein mit dir. So, lass mal gucken. Was können wir denn hier so machen? Aha. Können wir dann mehr tragen im Rucksack? Wenn man also mit so einem Tragesack? Wahrscheinlich schon, ne? Einfache Handschuhe, Pflanzenfasern und Leder. Leder können wir doch. Oder können wir kein Leder? Doch, wenn wir das ganze Fell mitnehmen, können wir auch Leder, ne? Gib mal her. Und hier. Fasern. So, Fasern haben wir schon mal. Brauchen wir noch Leder? Leder. Ja, hau mal durch, ne? Herstellen. Was war das jetzt schon? 8 Leder? Ne, das dauert jetzt auch einen kleinen Moment, die 8 Leder durchlaufen zu lassen. Können wir trotzdem mal weiter gucken hier. Hemd können wir machen, Kopftuch, Stiefel, Handschuhe. So, Pflanzenfasern haben wir schon genug dabei. Fehlt ja das Leder. Leder haben wir auch keins gemacht. Wir haben die ganze Zeit Riemen gemacht, ne? Ja. Okay. Aber schon mal cool. Schon mal cool. Was haben wir noch mitgebracht? Hier, Spinnrad, genau. Schmelze, Sägetisch. Sägetisch würde ich mir auch gerne angucken. Ah, sieht auch gut aus. Dann machen wir doch hier einfach mal so eine kleine Werkbank-Ecke so ein bisschen. Zack. Kann die da schon mal hin? Dann das nächste Spinnrad dazu. Das kann ja hier vorne stehen. So. Zack. Pflanzenfasern haben wir. Hier brauchen wir Steine und Holz. Mal ja, ein bisschen was haben wir ja noch. Und ein paar... Ich glaube, wir brauchen Steinblöcke, ne? Gib mal die her. Uah! Holz haben wir. Da fehlt noch ein Knochen. Steinblöcke, Holz und Tierfasern. Tierfasern haben wir gar nicht. Aber ein Knochen haben wir. Gib mal einen Knochen raus.
Zack, sowas können wir hier herstellen. Doch, verbesserte Faser Zwirn. Und hier an der Nähbank können wir die Sachen herstellen. Kann man hier Tierfasern? Kann man an der Gerbbank? Habe ich das nicht gesehen bis jetzt? Achso, ich kann ja nichts nehmen. Tierfasern können wir herstellen. Aus Fleisch! Ah! Gib mal her! Na gut, können wir jetzt noch nicht machen. Muss ja erstmal durchgelaufen sein, das Leder. So, Baumstämme haben wir keine mehr, ne? Ne, dann schmeiß mal kurz das und das rein. Das Leder. Ah, die Kiste wird bald voll sein dann, ne? Vielleicht tauschen wir Leder und Riemen nochmal hier mit da rein als tierische Produkte. Okay. Hol mal ein bisschen Holz. Ah, wie gut. Gefällt mir auch das Crafting-System, macht einen guten Eindruck. Und die verschiedenen Werkbänken. Und den ganzen, das erinnert auch ein bisschen an Ark zum Teil, aber auch an Valheim. Da hat man ja auch dann viel gehabt. Und auch vor allem konnte man da ja seine Werkbänke auch verbessern irgendwie. Das war in Valheim, meine ich, ne? Natürlich. Das war das, wo man da auch irgendwie den Hackklotz dann daneben stellen konnte, um die Holzverarbeitung zu verbessern und so weiter. Wo man auch seine Werkbänke so ein bisschen zueinander packen musste. Und auch mit dem Abstand gucken musste, dass die auch den richtigen Abstand haben und so. Damit das zusammen funktioniert. Schönes System. Gefällt mir. So. Okay, wir brauchen noch ein paar mehr. Und wir brauchen... Steine haben wir alle reingeschmissen, ne? Ja, wir brauchen dann die Tierfasern. Da müssen wir warten, bis das hier durchgelaufen ist mit dem Leder. Dann können wir Tierfasern machen. Und halt noch ein paar Baumstämme jetzt hier. Warte mal, da kommen doch auch mal so ein paar einfache raus. Naja, hier einer zumindest. Hopp. Zwei. So, müsste reichen. Schon wieder Wölfe gehört. Herrlich. Herrliches Plätzchen haben wir uns ausgesucht. So, jetzt brauchen wir nur noch die Tierfasern. Wir hätten mal vorher losgehen sollen und die, aber gut, wir waren ja überladen. Losgehen sollen und die Handwerkskarte schon mal spielen. Weil dann brauchen wir nicht so genau gucken, wo wir das hier aufstellen. Dann können wir einfach aufstellen. Oh, aufstellen. Dübdü. Da brauchen wir auch Tierfasern. Für die Lampen. Fellkronleuchter. Hat noch kein Bild. Die Tischlampe auch nicht. Ich würde sowieso eine Stehlampe nehmen. Gut. Komm, die stellen wir einfach mal. Wollen wir die relativ mittig stellen? Erstmal so. Oder vielleicht so ein bisschen zu den Werkbänken hier in die Ecke. Kann man die auch noch dazwischen stellen? Könnte man auch noch. Wir können ja mehrere aufstellen. Wir stellen erstmal eine hier hin. Zack. Und, warte mal, wenn wir gerade dabei sind, dann platziert euch die zweite auch schon. Komm. Hätten wir gleich angewählt lassen können. Eine vors Fenster. Dann kann die Kerze weg, ne? Oder in der Ecke. Ja, wir machen eine. Wir teilen die ein bisschen auf. Eine kommt hier in die Ecke. Wir können ja auch noch mehr aufstellen dann. Wird ja sowieso noch umgebaut. Das Haus wird ja nicht so bleiben. Übers Let's Play hinweg. So, was können wir hier schon mal reintun? Fell haben wir jetzt keins mehr. Da habe ich alles durchgejagt, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Ja, okay, wir haben kein Fell mehr. Das heißt, wir brauchen Fell. Wir brauchen einfache Stöckchen. Und den Zwirn, den können wir herstellen aus Fasern. Lass schon mal ein bisschen Zwirn durchlaufen. Fasern haben wir ja auch genug. Gib die schon mal her. Stöckchen haben wir auch. Ich mach zumindest schon mal die Stöcke rein in die Lampen. Zack. So. Dann ist hier Zwirn durchgelaufen. Hat gereicht. Lass nochmal zwei durchlaufen. Hopp. Oh, verbesserte Fasern. Cool. So. Achso, mach mal. Nochmal zwei. Das geht wirklich schön schnell. Ist das Leder fertig? Fast. Ich finde es cool, dass unsere Werkbänke auch hier auch schön so automatische, magische Werkbänke sind. Sehr, sehr schön. So, nee, lass uns mal die zwei zwirren. Hau die hier rein. Zupp. So. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal jagen gehen, weil wir brauchen nochmal frisches Fell. Dann, weil das haben wir jetzt alles zu Leder durchgejagt. Hier... Können wir gleich mal gucken wegen den Klamotten. Und hier ist soweit auch alles drin. Eben die Tierfaser müssen wir dann machen jetzt sofort.
als nächstes hier. Dann können wir die Lampen schon mal in den nächsten Schritt machen. Und hier fehlt ja auch die Tierfaser. Dann haben wir auch unsere Säge in unseren Sägetisch. Mal gucken, ob wir dann Bretter herstellen können und ob wir damit dann gleich die nächsten vielleicht Bauteile freischalten. Sehr cool. So, das haben wir. Dann habe ich das Fleisch wieder rausgeschmissen. Tatsächlich habe ich wieder weggeräumt. Gib wieder her. So, Tierfaser. Ja, komm, wenn es nur 5 Stück werden, mach alles. Das ist das. Mach auch mal verbesserte Fasern, nur zum Gucken. Was wir damit machen können. So, Stöcke erstmal wieder raus. Das kurz raus. Holz raus. Leder nimm in die Tasche. Zack, das haben wir. So, Sägetisch. Zeig her. Ja, bessere. Also, woraus machen wir denn Bauholz? Papier, Stab. Cool. Wiedergewonnenes Holz. Ja, Bretter werden das dann aber, ne? Hier steht dann Bauholz. Wahrscheinlich werden das Bretter. Papier können wir machen. Dann, keine Ahnung, vielleicht zum Kämpfen. Für den Streithammer oder so. Dass wir da so einen Stab herstellen müssen. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, Leute. Dass ich es auch wieder mal sage. Aber es geht jetzt um das System hier, ne? Nicht um das alles an sich. So, das Spiel an sich ist natürlich auch super. Nicht, dass ich es nicht nochmal erwähnen könnte. Okay, Lieben. Ich würde sagen, das war wieder eine schöne XXL-Folge. Wir sind bei über einer Stunde Zeit, haben viel erlebt, sind rumgelaufen, haben diese Orte von ollen Viechern gesäubert. Ich hoffe, die bleiben auch. Aber das sieht gut aus. Da steht abgeschlossen. Haben hier so ein kleines, einfaches Rätsel gehabt. Und da haben wir auch sogar abgeschlossen. Hier rennen sie noch rum, ne? Weil wir noch nicht beim Transmuter waren. Da müssen wir als nächstes da mal hingehen und diese Handwerkskarte reinschmeißen. Damit wir besser bauen können. Okay, Liebe, immer vielen, vielen Dank fürs Dabeigewesen, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.